Moinsen Leute, willkommen zur weiteren Folge von Minecraft Staffel 6. Ja, wir werden heute oben mal ein bisschen das Wohnzimmer einrichten. Und ich denke mal, dass wir das ganz gut hinkriegen mit der Seite 24. Ich hab's mir gemerkt. Ich schlag die mal eben auf. Bleibt der eigentlich gespeichert, wenn ich jetzt wieder rausgehe? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall möchte ich mir ein paar Sachen craften. Und zwar, wir haben jetzt hier diesen Dschungeltisch, der, ja, ich weiß nicht, wäre vielleicht so ein Birch Table besser. Oder so ein Oak Table, das Rezept kennen wir ja. Was haben wir noch für Dekorationen? Was ist denn das hier noch? Type Setting Table. Redstone, Print Chess, Dingens, bla. Was haben wir hier? Bookshelf sozusagen, Bookcase. Also ein Bücherschrank, Bücherregal, Oakwood Label. Haben wir hier noch Birch Potion Shelf. Ach so, das ist für Tränke, so zum Halten. Aha. Hier noch ein Regal einfach. Dschungel Tool Rack. Okay. Das haben wir auf der nächsten Seite. Noch ein paar andere Sachen. Ja, auf jeden Fall werde ich mich diesen Sachen bedienen. Und hier auch noch sehr viele andere Varianten von den ganzen Tischen und so weiter, keine Ahnung. Aber wir bleiben erstmal hier. Ja, die Seite bleibt sogar geöffnet, sehr schön, da kann man ja einfach rumlaufen. Und ich würde sagen, ich lege mich erstmal hin. Und dann schaue ich nochmal, ob wir noch ein paar Tische uns craften können. Ich hätte gerne auch noch einen aus Eichenholz und so weiter. Wovon wir ja eigentlich noch ein bisschen was haben sollten. Hier haben wir noch Oakwood. Birkenholz haben wir auch noch. Super. Okay, dann machen wir jetzt mal so zwei Gestaltungsfolgen. Und dann bin ich auch schon wieder durch für heute. Ja, für mich sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Ich war in der Schule. Irgendwie 3 Stunden jetzt nur hatte ich. Und ja, dann muss ich auch nochmal los gleich. Muss noch eine Stunde wahrnehmen. Ich habe jetzt sozusagen eine Freistunde. Zum Glück wohne ich nicht allzu weit weg von der Schule. Und kann dann hier zwischendurch aufnehmen. Und ja, ich muss dann halt sofort wieder los, deswegen mir läuft jetzt so ein bisschen die Zeit davon. Und ich kann mir jetzt hier keine Überziehungen oder so erlauben, deswegen sind die Folgen wieder ein bisschen kürzer. Aber die letzten waren ja auch ein bisschen kürzer. Ich denke mal, das ist dann kein Problem. Kann man die stacken? Ja, cool. Mach ich mir mal 4 Oakwood Table. Und hier noch ein paar mehr. So. Kann man sich vielleicht auch so Stühle machen? Also ich habe da jetzt bis jetzt noch keine gesehen. Kann man hier irgendwas draufstellen? Guck mal, die verbinden sich. Oh, das ist ja lustig. Wie kriege ich das da? Ach so. Ach, da kommt der ganze Stack rein. Aha. Das ist ja mal lustig. Wenn ich jetzt hier so einen Block draufsetze, geht das auch? Ja. Ist ja cool. Ja, und die verbinden sich dann auch so. Nicht schlecht. Warte mal, ich nehme mal lieber die Axt, bevor hier noch irgendwas zerstören geht. Hallo. So. Da stelle ich die mal so nebeneinander. Ach, guck mal. Das ist ein langer Tisch. Sieht aus wie so ein Buffet-Tisch. Stelle ich mal eins nach hinten. Wenn du dir mal vorstellst, wenn du einfach so einen Tisch mit einer Axt abreißt. Eigentlich voll unrealistisch, ne? So. Ja, kann man ja zur Not Treppen dran stellen. Ich kann ja mal nach Chair suchen oder so. Chair? Nee. Was kam hier? So ein bisschen Zeug. Gibt's hier keinen Stuhl? Also Stuhlgang? Nee. Da war's nicht. Hier vielleicht. Was ist denn das für ein Block? Reaktor irgendwas. Huch, das wollte ich gar nicht. Geh weg. Was sind das hier? Spruce Desk. Ah, das ist so ein Schreibtisch, den mache ich mir auch mal.
Den kann man anscheinend auch aus mehreren machen. Eine Fackel, eine Feder. Gut, Federn müssten wir haben. 31 immerhin. Hier in dem Modpack kriegt man auch übelst viele Federn, ne? Ich glaube, ich habe die ganz am Anfang mal gesammelt und dann nie wieder. Hat sich gelohnt. So, wie war das so, ne? Da Dings und da eine Fackel. Und sowas natürlich mal wieder nicht. Ich glaube genau umgekehrt, oder? Wo ist es hier? Oder geht nur aus Spruce? Ah ne, andersrum. Ja, geht doch so. Mal sehen, wie der aussieht. Es sollte ja auch in Minecraft Vanilla mal so ein Lesepult geben. So, stelle ich mir jetzt einfach mal hier her. Aha, auch nicht schlecht. Kann man da irgendwas machen? Kann man da vielleicht tatsächlich Bücher drauflegen oder so? Ich weiß es nicht. So, haben wir denn hier noch Tintensäcke? Das wäre mal interessant zu wissen. Tintensäcke? Na komm schon. Haben wir nicht, hä? Ich kann mir auch schnell welche holen. Das wäre jetzt kein Problem. Ich glaube, das mache ich dann auch mal an der Stelle. Mit meinem Diaschwert mal eben. Huch. Es kann jetzt sein, dass es immer ein bisschen mehr ruckelt als sonst, weil ich im Hintergrund noch rendere. Und das zu rendern dauert einfach mal so 6 Stunden oder so. Oder 5 Stunden. Und das rendert jetzt schon die ganze Zeit, wo ich in der Schule war. Und ja. So. Ah, hier. Okay, dann nehmen wir die mal mit. Ach, guck mal, in der Version sterben die noch. Solche Opfer. Die sterben hier noch, wenn sie an die Oberfläche kommen. Wurde mittlerweile auch gefixt. Ich glaube, in der 1.7.4 oder so war das dann. Hab ich welche? Nee. Ah, jetzt. Schnell wieder auftauchen. Möchte mir nämlich mal kurz einen Book and Quill craften. Warte mal, ich hab doch die Hose. Warum nutze ich sie nicht? Mensch. Muss erst mal aufsteigen. Ach, das geht ja nicht. Das geht nur. Ach, so geht's ja mit den Schuhen. Ich feier das Rumrennen immer noch so, ne? Rein da. Kurz was essen. Huch. Erstmal droppen hier. Kann man mal machen. So, dann. Wo war ich stehen geblieben? Ah ja, Book and Quill. Mach ich mir mal ganz kurz. Dazu brauche ich 1, 2, 3 Paper. Und, so. Und das. Federn habe ich noch und Inksack. So, kann man das jetzt schon unbeschrieben da reintun oder so? Ich weiß es nicht. Ja, cool. Ach, guck mal. Und da kann man das jetzt hier beschreiben. Da schreibe ich jetzt mal irgendwas. Keine Ahnung, ich will mal testen. Aber ich dachte, das sieht man dann so. Kann man das auch wieder mitnehmen? Glaub nicht. Ist auf jeden Fall richtig geil. Guck mal. Das ist echt nicht schlecht. Kann man da vielleicht noch was reinlegen unten? Nee. Also echt coole Sachen sind hier dabei bei dem Mod. Warte mal. Ah. Kann man sogar Werkzeuge hinlegen, Mensch. Ist ja geil. Leg mal mein Schwert drauf. Ja, nicht schlecht. So, also solche Sachen sind echt geil irgendwie, muss ich sagen. Oak Tool Rack, das mache ich auch mal ganz kurz. Da dekorieren wir da oben einfach mal so ein bisschen random. Finde ich ganz nice an der Stelle. Und da brauche ich Eisen. Das sollte ja nicht schwer sein. So, dann hoch. Zack. Hä? Wieso geht das nicht? Oak Tool Rack, hier. Ah, mit Slabs wieder. Ja, das war ein Fail.
So, zack. Und da haben wir's. Mal sehen, was das ist. Oder was das genau sein soll. Ich glaube, da kann man so Sachen reinstellen, ne? Genau, da kann man die Dinger rein tun. Das kennt ihr noch von Galaxy. Von Attack of the B-Team. Richtig geil. Dann stelle ich hier nochmal ein Birch-Table hin. Aber was ich halt ein bisschen blöd finde, ist, dass man keine Stühle hat. Nee, sieht blöd aus. Ich stelle ich lieber so einzeln oder so. Da muss ich jetzt mal in der entsprechenden Farbe vielleicht sogar Treppen craften. Habe ich noch alles dabei? Okay, dann mache ich das mal eben. So, na. Jetzt sprinte mal. Oder vielleicht auch so. Genau. Könnte man auch machen. So, und dann möchte ich natürlich auch für Beleuchtung sorgen. Dafür werde ich wahrscheinlich in die Decke ein bisschen Glowstone anbringen. Warte mal. Und mal sehen, wie ich das mache. Ich werde hier wahrscheinlich. Ich weiß noch nicht, soll ich hier schon die Decke machen? Warte mal, wie viel ist denn das hoch? Vier, oder? Sind das vier? Ich kann gerade nicht zählen. So wie oft genug in meinem Leben. Warte mal, jetzt muss ich echt mal zählen hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Genau, das würde gehen. Und ja. So, ich springe gerne irgendwie so rum. Ich weiß nicht. Voll cool, ey. So, dann mache ich dann hier das Dach sozusagen drauf. Und, ja, das würde gehen eigentlich, gell? Das mache ich aber mit einer anderen Farbe. Eventuell mit einer etwas dunkleren Holzfarbe. Ich weiß es nicht. Vielleicht mit Spruce Wood. Genau, das haben wir hier im Haus noch nicht verbaut. Bisschen Fichtenholz. Haben wir das hier? Ne, wir haben wieder mal kein Fichtenholz. Na, da gehe ich mal schnell rüber und hol welches, hä? Zu unserem Wald. Schön ein bisschen springen hier, ein bisschen boosten. So. Und jetzt wird es natürlich genau wieder Nacht. Müssten wir echt mal so eine Lumber-Axe machen, dass ich die Bäume hier ordentlich abfällen kann. Ah, da ist man zu langsam trotzdem noch. Ah, nee, haben gekriegt, gut. Lustig. Ich glaube, ich gehe aber erstmal pennen, weil ich habe keinen Bock bei Nacht jetzt zu arbeiten. Hilfe, lass mich hoch. Na. Jetzt spring doch mal ordentlich, Mann. Bin zu tief eingetaucht wieder, naja. Wer hochsteigt, kann tief fallen, ne? Wer kennt's nicht? Na. So. Alter, einfach mal von unten nach ganz oben gesprungen. Lell. Kurz pennen und dann wieder zurück sofort.